Mehr psychedelische Shit mit dieser Bonus-Episode von DotHack sein. Oder auch nicht. Nach den Ereignissen von DotHack sein sind Mimiru und Bier unterwegs, eine Quest zu erfüllen. Dort treffen sie dann auf Mimika, welche sich ihnen dann anschließt. Im Grunde sind Kenntnisse zur DotHack sein Serie nicht zwingend notwendig, da es hier oft Flashbacks von Mimiru gibt. Jedoch fehlt mir hier komplett der Sinn dieser Folge. Für was brauchen wir nun Flashbacks von ihr? Genauso wie die Tatsache, dass drei Mädchen als Real-Life-Charaktere von Mimika gezeigt werden. Aus der glorreichen Idee heraus, dass der Charakter dann noch besser wäre, da er die Stärken aller hätte. Ist ja leicht nachzuvollziehen, denn es ist schon extrem viel anders zu machen mit dem Controller. Yeah. Trotzdem ist auch DotHack sein Intermezzo wieder ganz hübsch. Und auch die Musik ist wieder sehr schön. Beides ist eben genauso wie im Originalteil. Captain Obvious. Ach ja, die Synchro auch. Leider passiert nicht viel in dieser Folge und sie zieht sich extrem in die Länge. Letzten Endes muss ich sagen, ich habe keinen Plan, für was diese Episode überhaupt gut war. Vielleicht bin ich auch einfach nur etwas retardiert. Für mich war es reine Zeitverschwendung und wie schon der Pink Panther sagte, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Wenn ihr mir sagen könnt, für was diese Episode gut war, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das kleine Review gefallen hat, lasst einen Like oder ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Anime-Review wieder, hier auf Facefall TV. Ciao.